Servus zusammen, wir sind heute ein weiteres Mal in Kentucky, USA. Was habe ich für euch heute dabei? Heute in der Verkostung der Ivy Hopper Kentucky Straight Bourbon Whisky. Viel Spaß und bis gleich nach dem Intro. Servus und hallo zusammen. Schön, dass du auch heute wieder hier auf meinem Kanal Whisky Enjoy dabei bist bei einer weiteren Verkostung von amerikanischem Whisky. Freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Was habe ich euch denn heute mitgebracht? Es ist meiner Meinung nach nicht so etwas Außergewöhnliches, wie ich manchmal hier in meinen Videos habe, aber ich glaube, es ist nicht überall bekannt und für mich war er, bevor ich ihn hier aus dieser Flasche probiert habe, auch ein unbeschriebenes Blatt. Es handelt sich um den Ivy Hopper Kentucky Straight Bourbon Whisky. Jo, die Flasche und das Etikett, ja, ist so ein bisschen, meins ist es tatsächlich nicht. Also die Flasche ist eigentlich ganz schön, auch hier mit diesen eingravierten oder wie sagt man denn, ja, eingepressten Schriftzug Ivy Hopper, schön. Aber ja, das Etikett grundsätzlich sieht so ein bisschen mehr nach einer Ginflasche aus. Wir haben hier einen Echtholzkorken an der Flasche mit einem richtigen Korken hier in der Flasche drin. Das gefällt mir gut, das ist schön. Und ja, genau. Aber es kommt uns ja eigentlich auch auf den Inhalt an. Es gibt noch eine weitere Ivy Hopper Abfüllung, aber die ist etwas preisintensiv. Die ist so mit so einer ganz, schaut schon fast aus wie ein Kristalldekanter. Hatte ich noch nicht in der Hand, hatte ich noch nicht auf dem Gaumen. Vielleicht kommt es ja auch mal. Vielleicht hast du diese Abfüllung ja schon im Glas gehabt. Wenn ja, und dann, wenn du Erfahrungen damit gemacht hast, schreib sie mir doch auch unten in die Kommentare rein. Gilt natürlich auch für diese Abfüllung hier oder sonst irgendetwas, dass du zu meinem Video loswerden möchtest. Gut, soweit zu der Sache. Lasst uns weiter hier zu dieser Ivy Hopper Abfüllung kommen. Ich habe mir den Slogan aufgeschrieben, der hier auch auf der Flasche irgendwo zu finden ist oder vielleicht war ja auch auf der Homepage, auf der ich mir so ein paar Informationen davon geholt habe, zu finden. Und zwar steht da: Anywhere, anytime, it's always a pleasure. Ob dem tatsächlich so ist, ob es immer a pleasure ist, das werden wir dann bei der Verkostung herausfinden. Was kann ich euch noch sagen? Er kommt aus dem Diageo-Konzern und es ist ein Sourced Whisky. Ich weiß nicht so richtig, wo er herkommt. Ich habe nachgelesen, dass er von der Diageo-eigenen Destille aus Tullahoma, Tennessee Factory kommen soll. Was sich dann allerdings damit beißen würde, dass es ein Kentucky Straight Bourbon ist. Würde sich nicht beißen, wenn es ein Straight Bourbon ist, aber hier steht ja Kentucky Straight Bourbon auf der Flasche. Also nicht vertrauenswürdige Informationen, also löschen wir das gleich wieder aus unseren Informationen. Ich habe die Mash Bill über die Internetseite Modern Thirst herausbekommen und zwar ist hier, so wie es dort steht, eine Mashbill von 73% Korn, 18% Rye und 9% Malted Barley zusammengekommen. Also ein wirklich hochprozentiger Korn, hochprozentiger Maisanteil, was doch auf einen süßen, weichen, angenehmen Bourbon schließen könnte, zumindest was die Mashbill-Seite betrifft. Was kann ich euch noch sagen? Es ist eine Nassabfüllung. Er hat keine Altersstatement, aber da ein Straight Bourbon ist und auch keine Altersangabe irgendwo auf der Flasche zu finden ist, haben wir hier ein Mindestalter von 4 Jahren in der Flasche. Er ist mit 41 Volumenprozenten, entspricht 82 amerikanischen Proof, in die Flasche gekommen. Und ansonsten habe ich mir hier eigentlich nichts aufgeschrieben.
Also was ich noch aufgeschrieben habe, ist der Preis. Ich habe diese Flasche hier aus der Schweiz mitgebracht. Als ich auf einen Kurztrip mit einem Freund dort gewesen bin, habe ich mir gedacht, die hier nimmst du mal mit. Hat mich so irgendwas zwischen 40 und 50 Euro gekostet. Ich meine so um die 45 Euro. In den USA ist der für ca. $35 zu haben. Ja, erscheint mir im Vergleich dazu zumindest ein fairer Preis zu sein. Ja, und ansonsten habe ich gerade nichts drüber zu erzählen. Wenn du vielleicht noch was wissen willst, was du selber nicht findest über diese Abfüllung, ich für dich vielleicht noch recherchieren sollte, dann scheu dich nicht, auch das hier unten in die Kommentare reinzuschreiben. Ich nehme mir gern die Zeit und forsche dem Ganzen dann ein bisschen nach. Aber genau, manchmal komme ich selbst halt nicht auf die Fragen drauf. Gut, lasst uns zu dem kommen, was ich hier für euch im Glas habe. Wie immer habe ich ihn schon ein bisschen hier im Glas stehen lassen. Ich kann euch nichts darüber sagen, ob er eine Kühlfiltration erhalten hat. Allerdings sieht er nicht so aus, weil er eine leichte Eintrübung hat, wie ich meine. Von dem her gehe ich davon aus, dass er nicht kühlfiltriert ist. Er ist sicherlich nicht gefärbt und er hat einen richtig schön, also einen Gelb-Gold-Ton. Nicht oft ist ja Bourbon oft so in die Richtung Kupferfarben tatsächlich. Hier ist wirklich so ein richtiger Gelb-Gold-Ton im Glas. Ich weiß nicht, ob ihr das hier auch so sehen könnt. Ja, man sieht es. Er hat eigentlich eine ganz schöne Schlierenbildung, eine schöne Lecksbildung im Glas. Und jetzt lasst uns doch mal schauen, was mir der Ivy Harper Kentucky Straight Bourbon so in der Nase sagen kann. Ich habe eine schöne, deutliche Holznote da. Also er bringt schöne Eichennoten mit, nicht aufdringlich, nicht alt, nicht muffig, sondern wirklich, also man merkt hier, dieser Whisky ist eine geraume Zeit in der frischen amerikanischen Weißeiche, ausgebrannten Eiche gelegen. Und das ist wirklich schön rübergekommen. Er ist dabei auch leicht vanillig, etwas blumig, floral, möchte ich sagen. Er bringt eine Süße mit, aber die ist eher so eine leichte, eine zarte Süße, nicht kräftig. Und was ich noch habe, also er hat so einen eigenen süßen Dreh, das ist der Geruch oder diese Süße von türkischen Honig. Kennst du türkischen Honig? Man bekommt es oft so als so weiße Riegel mit Nuss- oder Mandelstückchen drin. So ein bisschen zäh das Ganze, kann man kauen. Und der Geruch und Geschmack von dem, der findet sich bei mir hier in der Nase wieder. Ja, und einfach so ein bisschen eine gewisse Blumigkeit, ganz leicht würzig. Ich möchte sagen, der Ivy Harper Kentucky Straight Bourbon ist ein wirklich einfach gestrickter Whisky, der jetzt in der Nase nicht so wahnsinnig viel rausbringt, aber auch nicht schlecht. Er wirkt jetzt in der Nase zu keinem Moment alkoholisch. Er hat auch nur 41 Volumenprozent, das ist jetzt nicht so genau 1% über dem Mindestmaß tatsächlich. Aber diese 41% sind gut eingebunden. Ich kenne da ja andere Billig-Whiskys, Billig-Bourbon, die eine deutliche Spritnote mitbringen, die hier eine deutliche Acetonnote mitbringen. Hat der Ivy Harper hier alles nicht. Scheint mir absolut solide Handwerkskunst zu sein, die man sich gern mal ins Glas schenken kann. Zumindest was die Nase betrifft. Aber jetzt kommen wir gleich nach einem Schluck Wasser zu dem, was der Ivy Harper mir so auf dem Gaumen sagt. Gut, wunderbar. Also, cheers!
Okay. Auch auf dem Gaumen, die 41%, gut eingebunden. Er wirkt nicht flach. Das gefällt mir tatsächlich gut. Bei 41 Volumenprozent hätte ich die Angst gehabt, dass der hier ja geradezu belanglos auf der Zunge verklingt. Er ist nicht so wahnsinnig lang. Ich würde ihn jetzt halt eher so als mittellang bezeichnen, da die ersten Noten jetzt auch schon wieder verschwinden. Er ist so vanillig, weich, allerdings nicht ganz so stark mundauskleidend. Hat jetzt mittlerweile eine wässrige Konsistenz bekommen, also süß. Honig habe ich hier da, eine Fruchtigkeit von schön reifen Aprikosen hat er da. So einfach wie er in der Nase gestrickt ist, zeigt er sich tatsächlich auch auf dem Gaumen. Der ist nicht schlecht, das muss man sagen, aber er ist definitiv nichts Besonderes. Er hat jetzt nichts, das mich tatsächlich abschreckt. Letztens hatte ich einen David Nicholson im Glas, den mit diesem weißen Etikett. Michi, du kannst dich an diesen bestimmt erinnern. Ich hatte den im Glas und der hat mir von Anfang an auf dem Gaumen wirklich nicht gut geschmeckt. Ich muss ihm zu einem anderen Zeitpunkt auch nochmal eine Chance geben. In Ruhe ist was anderes als auf einem Tasting, wo ich ihn im Glas gehabt habe. Nicht so mein Ding. Das ist hier bei dieser Abfüllung nicht so. Die verschiedenen Geschmäcker, die hier rauskommen, die Aromen, die ich hier habe, sind durchwegs okay, sind schön, sind aber nirgendwo herausstechend. Hier hat man nichts, was das Ganze trägt. Hier fehlt ein bisschen die Öligkeit, hier fehlen vielleicht auch die Volumenprozente. So ein kleines bisschen. Hier ist was. Hier ist ein wirklicher Easy Sipping Whisky. Und ich muss leider dazu sagen, dass der aufgerufene Preis für diese Kategorie Whisky einfach zu hoch ist. Da sind wir, da bekommen wir tatsächlich den einen oder anderen Whisky, ich sage jetzt mal so, angefangen zwischen 15 und 25 Euro, die deutlich mehr bieten, die deutlich mehr Qualität haben, die sich abheben, die ihren eigenen Charakter nach vorne tragen. Hier haben wir wirklich was, da tut sich niemand weh, da sind keine großen Ecken und Kanten dran. Ich möchte ihn fast als langweilig bezeichnen. Das hört sich jetzt ein bisschen hart an, weil es hat er eigentlich fast nicht verdient. Er ist nicht schlecht, aber bei dem, was ich so in meinem Potpourri an Erfahrungen habe, muss er sich gerade bei dem Preis, der aufgerufen wird, leider etwas hinten anstellen. Ich werde jetzt noch einen kleinen Schluck davon nehmen. Vielleicht finde ich was, sag vielleicht noch was. Wir werden sehen. Tja, jetzt hat er vielleicht so ein bisschen mehr Würze bekommen im Antritt, habe ich vorher noch nicht gesagt. Er hat dann schon am Anfang eine schöne Vanille-Karamell-Note. Hier ist da brauner Zucker, ist tatsächlich auch da, spielt so ein bisschen mit dieser Aprikose. Das ist vielleicht im Zusammenhang so ein bisschen Aprikosenmarmelade. Fängt nun aber schon deutlich wieder zu verklingen an. Und da ist dann das ganze Manko der Sache. Ja, gut. Ich glaube, ich habe über diese Abfüllung hier alles gesagt. Ich selber würde sie mir nicht noch einmal ins Regal stellen. Dafür bietet sie für den aufgerufenen Preis zu wenig. Ich habe hier auf etwas Exklusiveres, auf etwas Besondereres gehofft. Habe ich nicht bekommen. Passiert leider auch mal. Genau. Wir werden sehen, was dann das nächste Mal kommt. Aber bei dieser Abfüllung sind wir am Ende angekommen. Ich freue mich, dass du wieder dabei gewesen bist. Mir hat es wieder richtig Spaß gemacht. Wenn es dir auch Spaß gemacht hat, wenn es dir gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann lass mir doch auch bitte ein Abo da. Und wenn du das schon getan hast, dann drück auch noch den Knopf der Glocke, um keines meiner Videos mehr zu verpassen. Das ist dann das allerbeste Paket von allen. Gut, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, hab immer einen guten Genuss.
Dein Konstantin von Whisky and Joy. Tschüss!